So, das Paket ist angekommen. Originalverpackung, Adjunct. Das ist ja so die Geschichte wie von den Steel Buddies in Deutschland, die amerikanische Armee-Restbestände aufkaufen. Das gibt es auch in Amerika. Und zwar gibt es so eine Art Steel Buddies für Elektronikartikel. Die kaufen Teile, die von der Armee, von der Administration, von irgendwelchen Institutionen ausgemustert werden. Und hier habe ich ein Agilent, hoffentlich 51131A, neu. Das heißt neu im Sinne von noch nie geöffnet, noch nie gebraucht, aber etwa 10 Jahre alt oder noch älter, das werden wir dann sehen. Ich habe mal damit geschützt, mal versucht, das aufzutun. Mal schauen, was da in diesem Karton drin ist. Sieht ganz gut aus, sauber verpackt und wirklich neu. Schauen wir mal, ich hebe mal das Ding raus hier. Mal sehen, was da rauskommt. Ja. Sehr schön. Voilà. Es kommt ein nagelneues Gerät aus der Kiste. Sogar hier sieht man noch, sogar die Display Protection ist noch auf dem Gerät. Wunderbar, noch nie gebraucht. Also es ist eine außerordentliche Gelegenheit, wenn man zu einem solchen Gerät kommt. Und ich hatte das Glück, auf einen solchen Händler zu stoßen. Die Geräte sind sonst auf eBay meistens gebraucht zu erhalten. Man sieht auch, es ist ein Agilent. Ich werde das dann kurz in der Geschichte dieses Gerätes auch noch darstellen. Es hat mit HP angefangen, über Agilent, und am Schluss war es dann Keysight. Ich habe hier das Gerät mit zwei Eingängen. Den dritten werde ich nachrüsten. Das werden wir dann auch noch in einem Video sehen. Also, super Geschichte. Absolut neu, nie gebraucht. Und jetzt werden wir mal schauen noch. Ah, hier sieht man jetzt noch Agilent Technologies. Mal schauen, wann das hergestellt. Date 5 und 9, schwierig zu sehen. 95. Ich werde das dann noch prüfen. Mal schauen, was sonst noch in der Kiste ist. Und die Pause. Es gibt hervorragendes Zubehör. Was auch noch fantastisch ist, es gibt dazu ein USB-GPIP-Adapter, der ist auch dabei. Normalerweise so ein Ding allein kostet ja schon 200 Euro oder Dollars. Fantastisch. Dann ein super PNC-Kabel, auch gut. Und natürlich die Originalsoftware. Also Agilent, die Counter-Software von Agilent. Und dann auch noch die Agilent IO Libraries Suite. Es ist die 16, ist nicht mehr ganz neu, aber ich denke, man installiert die mal und dann macht man ein Update. Dazu, was habe ich da noch bekommen? Auch noch die Originaldokumente gedruckt, auch noch super. Und also die Produktnummer, die Box. Boxnummer, Delivery, also alles original. Was auch noch ist, ich habe noch die Option 010, die hier installiert ist, also die beste Oszillatorstufe, die von diesem Gerät auch angeboten wurde. Dann gibt es noch so ein, ja, ein Netzkabel, das man natürlich hier nicht gebrauchen kann. Kann in der Schweiz, auch nicht in der Europa, da muss man halt dann ein anderes Kabel anschließen. Also, hervorragend gemacht, sauber verpackt, absolut original, nie gebraucht. Und das werden wir jetzt mal einchecken und mal die Funktionen prüfen. Eine kleine Ergänzung, eine relativ wichtige Geschichte sieht man hier. Ich werde das dann noch in einem Dokument erklären. Das ist die Seriennummer hier. Mal schauen, ob man das hier sehen kann. Jawohl, es ist eine Seriennummer, die über 47 ist, also MJ, Malaysia, 47 und dann eine Seriennummer.
Und diese 47 plus ist noch entscheidend und wichtig. Und dann hier der installierte Oszillator, das sieht man auch, das ist die 010. Das ist also die beste Oszillatorqualität, die man beim 31er haben kann. Beim 32er hätte man dann noch eine Option, die höher geht. Aber ich werde Ihnen zeigen, dass wir noch bessere Eigenschaften erreichen können, wenn wir direkt ein GPS-DO hier anschließen als externe Referenz. Das werden wir in einem nächsten Video demonstrieren. Wir haben hier GPIP, wir haben ein RS-232, dann den 10 MHz externer Input. Und hier haben wir Raum für das Botnar-GPS, das werde ich Ihnen dann noch zeigen. So, der große erste Moment. Ich habe mal ein 220 Volt Kabel eingeschlauft, habe den Botnar angehängt, also 10 MHz beim Eingang 1 und schalte mal einfach da ein. Keine Ahnung, was passiert, habe es noch nie gemacht. Also wenigstens das Display leuchtet hervorragend. Self-Test passt, jawohl, alles so, boah! Und alles funktioniert relativ gut. Also ich habe hier jetzt 10 MHz, aber natürlich ohne externe Referenz. Das ist jetzt der interne Oszillator. Also erster Eindruck hervorragend. Es funktioniert einfach hervorragend und es ist absolut neu. Das Ding hat keine Macken. Es kommt wirklich aus der Schachtel gepellt. Ich werde jetzt das Gerät mal 24 Stunden laufen lassen. Das ist sicher 10 Jahre irgendwo auf einer Halde gelegen, damit der Oszillator sich da mal stabilisiert. Und dann werden wir wieder schauen, wie das in 24 Stunden aussieht. Der nächste Schritt folgt in einem nächsten Video. Das nächste Video wird sein Kalibrieren dieses Gerätes, externe Referenz einlaufen und dann in einem nächsten Schritt werden wir noch die 3 GHz Extension montieren. Bis bald!